Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Forza Horizon 3. Ja, hier seht ihr schon so eine kleine Rauchwolke, die zieht sich da ein bisschen, zwar nicht weit, aber die zieht sich und da ganz rum. Und das hat ein kleiner Krawallbruder gemacht und zwar, ja, hier, der nette Ford Focus RS der neuesten Generation, das Ganze hier im Drift-Modus. Ich habe ihn versucht ein bisschen hecklastiger aufzubauen. Ob es mir gelungen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Auto so aufgebaut, wie sich's gewünscht wurde. Und zwar, ja, der Wunsch war eigentlich ganz simpel, und zwar hieß der, bau doch einfach mal den Ford Focus erst im Drift-Modus auf und das Ganze mit einem Kent-Block-Design. Genau, das war soweit der Wunsch. Das Ganze habe ich ein bisschen versucht zu verwirklichen. Ich habe ihn natürlich Vollaufbau gemacht, sonst geht's nicht. Habe ihn da so schöne 50-52-Felgen verpasst, die ich glaube relativ gut passen, allein schon, weil das irgendwie so ein bisschen Kent-Block-Style ist. Ich kann euch ja nochmal kurz den Namen nennen, falls er ihn dazu geschrieben hat. Ich schaue nämlich gerade am Smartphone nach, wer den Wunsch geäußert hat. Nö, der wollte nicht bekannt sein. Drum, ja, wird er jetzt auch nicht genannt. Sowas akzeptiere ich natürlich. Da bin ich jetzt nicht so einer, der sagt, oh ja, der wünscht sich was, sagt es aber nicht. Das Ganze jeden überlassen, das passt schon so. Und ja, genau, ich habe den so, ich glaube, die Felgen passen da relativ gut drauf, habe den Wagen natürlich tiefer gelegt, habe ihn auch ein bisschen Sturz verpasst, weil beim Driften ist natürlich mehr Sturz besser, weil er halt die Bodenhaftung verringert und so weiter und so fort. Wir haben noch ein paar Nachrichten gekriegt, hier ein bisschen was an Auszahlung, ist gut, ist schön, freut mich. Auch neue Clubmitglieder, freut mich natürlich auch. Community-Neuigkeiten, ja, die habe ich schon gesehen. Das wollte ich aber nicht, ich wollte eigentlich nochmal kurz aufs Auto gehen, aufs Auto-Tune gehen und da dann ganzen Hobel nochmal ein bisschen mehr Sturz auf der Hinterachse geben. Der Vorderachse auch, weil man muss ja ein bisschen rutschen. Die Spur machen wir auch noch ein bisschen einwärts. Vielleicht wird er dann nochmal ein bisschen mehr rum in den Arsch, weiß ich nicht, sehen wir gleich. Klangtechnisch finde ich, wird sogar noch ein bisschen mehr gehen. Immer mal quer gehen, also das sieht man. Das Driften liegt mir im Blut, das passt gut. Und ich würde sagen, wir fahren heute auch keine Rennen, weil das macht den Driftaufbau für mich relativ mäßig Sinn. Boah, ich würde hier eigentlich auf Asphalt gehen. Aber dass ich so gut hier rüber schaffe, mit dem habe ich gar nicht mal gerechnet. Und ja, wir haben noch ein paar Driftzonen hier offen, die wir noch nicht abgeschlossen haben. Und ich würde sagen, die gehen wir heute ein bisschen an. Wir fahren da gechillt hin. Diesmal müssen wir keine Schnellreise oder so machen, weil wir eh im Endeffekt mehr oder weniger Zeit haben dafür. Danke. Und das nochmal ein Gravel-Fokus. Ich weiß nicht, wie schon war das sogar. Komm, jetzt geh ich nicht weg, das ist scheiße. Aber man sieht, er will quer gehen. Hoppala, Mini Cooper, sorry. Ich glaube, das Tuning passt soweit, zumindest was das angeht, was Fahrverhalten vom Wagen angeht, dass er gerne ausbricht. Ich glaube, das passt so relativ gut, das können wir so auch gerne beibehalten. Das Einzige, was jetzt noch ist, wir müssen hier schnell runterfahren und dann in die Driftzone rein. Ich sehe gerade, da war irgendwie ein Bug im Game. Aber ich glaube, wir brauchen dennoch die Handbremse hier auf dem Asphalt. Also das reicht nicht, was ich so noch in Erinnerung habe. Also ich glaube, da braucht man... Ah komm, es haben nur 3000 gefehlt. Ich dachte, es wären 60.000, die man hier braucht in der Driftzone. So, jetzt haben wir es. Fahren wir hier noch raus und dann haben wir schon die erste Driftzone jetzt wieder auf die Sterne hochgehoben, die ich haben will, nämlich drei Stück. Komm, jawohl, da ist er. Genau, die da oben haben wir schon. Wir machen weiter mit der nächsten Driftzone. Da haben wir sicher noch genügend offen, kann ich mir nicht anders vorstellen. Hier haben wir eine, würde ich sogar sagen, nehmen wir den Weg
über die Felder runter. Siehst du nach diesem Stand Sterne, Boss? Nein, hier wären drei davon. Danke für die drei Sterne, wir fahren jetzt aber weiter in Richtung Münsterdriftzone, weil da haben wir noch ein bisschen was offen, da können wir noch ein bisschen, ja, den Wagen schön querschmeißen, gegen Bäume schmeißen, und, ja, wo man es noch so dagegen werfen kann, ist es ganz uns überlassen. Aber ich glaube, das Auto ist recht gut dafür, also da habe ich, glaube ich, keinen Fehlerkauf gemacht damit. Ich nehme jetzt aber die Abkürzung hier. Auch wenn es extrem abkürzt, aber dann sind wir halt ein bisschen schneller dort. Oder nein, da vorne dürfte dann schon seine Driftzone. Ich schätze mal, in der Stadt haben wir auch noch eine. Beziehungsweise bin mir so ziemlich sicher. Dann können wir dort auch noch hin. Also wenn die Strecke wirklich zu weit ist, dann macht man halt, ja, einen Sprung dorthin. Oh, ich glaube, du hast was verloren, oder? Mein Freund. Nicht eindrehen, nicht eindrehen, beziehungsweise nicht in die falsche Richtung hindrehen. Das ist halt wichtiger. Das Eindrehen ist einfach zu schlimm, wenn du in dieselbe Richtung weiterfährst, geht's ja noch. So, und da haben wir die drei Sterne. So, warten wir noch, bis das mal die Punkte kriegen. Einen professionellen Stuntman, wenn man dich hat. Der Spruch hat sie jetzt auch schon mehrmals gesagt, also ich glaube, die wiederholt sich mit der Zeit einfach nur. Drum würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was offen. Also da sind ja noch ein paar so Teile. Hier haben wir noch eine Driftzone, die nehmen wir natürlich mit. Den Gefahrensprung hinten können wir auch nochmal probieren mit dem Wagen. Vielleicht kriegen wir es hin. Ach, genau, man kann ja nicht schnell reisen, genau dorthin. Hätte ich denken können dran, aber ja, habe ich vergessen. Komm, springen wir hier hin, dann kommen wir schön runter in die Driftzone. Und dann müssen wir das Ganze nur noch so rüberzirkeln, dass das Ganze auch gewertet wird. Ja, ich werde jetzt nachher ein bisschen das Goliath-Rennen fahren, wenn das eine anderen Folge aufnimmt. Bei mir ist ja heute Hochland, so würde ich sagen. Bei mir ist ja heute Mittwoch. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich nicht mehr, ja, die Zeit mehr oder weniger dazu habe, das Ganze jetzt noch aufzunehmen. Ernsthaft hier. Funktionen fehlgeschlagen, das ist schön. Gefällt mir aber weniger. Dann fahren wir jetzt dann nochmal hoch hier. Ich war gerade irgendwie der Meinung, dass ich da gerade einen neuen A3 rumfahren gesehen habe. Oder habe ich mich da jetzt geirrt? Also es könnte eine 1 gewesen sein, die haben so ähnliche Lichter. Parkverlichter. Und dann killen wir halt mal schön alle Reifen, bis der so schön unten steht. Und die Gesamtpunkte erreicht eine neue persönliche Bestleistung, ist es. Komm, wie viel brauche ich? Wahrscheinlich fehlen jetzt genau 4000 noch was. Das gibt's doch nicht, wir kommen einfach nicht dorthin, wo ich hin will. Ja genau, man braucht 50.000. Dann gehen wir es dann jetzt nochmal an. Komm, das gibt's doch nicht hier. Blöd ist halt wirklich die Driver darin, weil die können einen wirklich derbe das Genick brechen hierbei.
noch der andere Verkehr, aber es hilft nichts, wir müssen es probieren. Einmal geht's noch. Jetzt sind wir noch näher dran, das gibt's doch gar nicht. Ja, das Ganze, also die Wheelspins behalte ich mir jetzt kurz mal auf. Weil ich habe mit den Wheelspins was ganz Besonderes vor. Wenn ich jetzt in das Goliath drin fahre, haben wir ein paar Wheelspins zur Verfügung. Da machen wir so ein kleines, ja, so eine kleine Folge, wo wir ein bisschen am Rad drehen. Ah, jetzt nimmt's mir nicht mehr die Driftzone hier. Ja, okay, dann kann die mich jetzt mal. Habe ich jetzt nicht gesagt. Ups. Und zwar gehen wir in Richtung... Aha, da haben wir auch beim Gefahrensprung nur 2 Sterne erreicht. Uiuiui, da müssen wir auch nochmal nachsetzen. Aber hier unten weiß ich noch von der Driftzone. Die machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Oh nee, habe ich mich schon wieder verdrückt. Und da gehen wir einfach so ein bisschen Freestyle driften. Meine ist kann der Wagen auch recht geil, wenn man gerade ausfällt. Man zieht die Handbremse und dann 360 Grad Drehung und dann wieder weiter. Das habe ich nämlich am Montag noch ausprobiert, weil ich baue ja die Folgen immer bevor den 7 Aufnahmen auf, damit ich dann das Ganze schön in einer Linie durchziehen kann. So, die Driftzone geht eigentlich um einiges besser zu fahren. Sind nicht mal 2 Sterne, ich glaube dafür brauche ich 45.000, sage ich da. Ja, nicht mal 50.000 brauche ich dafür. Und 80.000 für den Sieg, aber das schaffen wir jetzt normalerweise schon noch. Komm. Jetzt ist viel geschlagen. Geil. Oh komm. Es ist nicht einfach. Und bei der nächsten Folge schauen wir einfach mal, wie viele Wheelspins das wir zusammenkriegen. Wenn es nicht allzu viele sind, schneide ich es gleich, glaube ich, in die Folge hinten ran. Es ist gar nicht mal so einfach hier, weil einfach so extrem viel Verkehr ist. Ich hätte gerne noch hier die 3 Sterne. Jetzt haben wir es. Geht doch hier. Geht doch, 96.000, das ist locker. Das reicht easy, Leute. Wäre natürlich deine sogar noch. Die Opferung für waghalsige Stunts nur zu PR-Zwecken überrascht mich jedes Mal. Ja, wir sind knapp hinter Rosberg, wir sind unter den besten 8%. Ist ja schon mal eine gute Leistung hier, würde ich mal sagen. Wo sehen wir jetzt noch eine Driftzone? Hier ist eine neue Driftzone, die nehmen wir natürlich auch mit. Also. Das ist auf jeden Fall mal ein Fix hier. Wenn wir es geil schaffen, schaffen wir es gleich aufs ersten Versuch auf 3 Sterne. Wenn nicht, dann nicht. So einfach ist es. Und da haben wir sie schon.
Wahrscheinlich sind es das Ziel 80.000. Ne, wir haben 3 Sterne. Hätte ich nicht mit gerechnet. Echt auf den ersten Versuch, geil. Gute Arbeit, Boss. Die Fans lieben waghalsige Stunts. Und knapp hinter Into the Streets, den kennen wir natürlich auch noch seitens des Projektes. Da haben wir den lieben Kollegen auch schon mal gehabt. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's ab hierher. Gehen wir ein bisschen Schotter driften. Das muss das Auto natürlich auch können, weil normalerweise wird es ja von Ken Block im Rallycross-Einsatz verwendet. Da sitzt man jedoch ein bisschen weiter hinten. Man hat eine Fly-Off-Handbremse, wo ich durch JP erfahren habe, der hintere Antrieb vom vorderen getrennt wird. Und so kann man so richtig geil rüber driften. Das ist viel geschlagen, habe ich mir fast gedacht. Ich glaube, da kann man wieder hochfahren hier. Kommt man da wieder zurück rein? Ja klar. Hier ist der Sprung. Kommt man auf alle Fälle rein. Ich würde sagen, wir fangen gleich hier nochmal an. In der Nähe gibt es eine Löffellisten-Herausforderung. Soll ich für Sie eine Route dahin festlegen? Düsen hier die Strecke. Oh. Da ist jetzt noch der Regen an. Als wäre es auch nicht ohnehin schon schwierig, die Mist hier runter. Oh Leute, da musst du glaube ich nach dem Stand hier. Okay, wir sind nicht schon fertig, ne? Also welche Bestleistung. Wir müssen die Folge leider heute schon früher beenden, weil ich jetzt noch kurz weg muss. Und ja, ich bin natürlich wieder raus, verabschiede mich, sagt tschüss und ciao, euer Guckmaster.